Entschieden für Niedersachsen. Die SPD Bezirksdelegiertenkonferenz 2012. Ich freue mich, dass so eine wichtige Versammlung hier bei uns in der Stadt Sodermarkt stattfindet und begrüße eigentlich alle Gäste, die heute hier aus nah und fern in der Stadthalle sich versammelt haben. Hallo, mein Name ist Hubertus Heil, ich bin Vorsitzender des SPD-Bezirks Braunschweig. Selbst Bundestagsabgeordneter, stellvertretender Fraktionsvorsitzender in Berlin. Und wir kommen hier heute als SPD aus der Region zusammen, aus dem Südosten Niedersachsens, um uns auf die Landtagswahl vorzubereiten. Nächstes Jahr, am 20. Januar 2013, wird ein Landtag gewählt. Wir wollen eine bessere Landespolitik, das heißt vor allen Dingen eine bessere Politik für unsere Region, das heißt vor allen Dingen eine bessere Bildungs- und Schulpolitik für junge Leute in diesem Land. Und das heißt vor allen Dingen eine Politik, die Beschäftigung, die Arbeit, die gute Arbeit ermöglicht, von der Menschen auch leben können. Deshalb sind wir heute hier, um zu debattieren, um unsere Positionen zu markieren. Wir freuen uns heute auf Frank-Walter Steinmeier, den Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion, und auf Stefan Weil, unseren Spitzenkandidaten, von dem wir hoffen, dass er der nächste Ministerpräsident in Niedersachsen wird. Schönen Gruß nach Osterode. Also der niedersächsischen SPD ein bisschen helfen kann, hier beim Bezirksparteitag in Osterode. Das ist ja noch nicht das entscheidende Wahljahr für Niedersachsen, aber es ist ein Wahljahr. Wahljahr, in dem gewählt wird, in Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein. Ich hoffe, mit einem klaren Signal, nämlich die SPD in der Regierungsverantwortung und ein Ende für Schwarz-Gelb. Genau, als erstes ist ja, glaube ich, Schleswig-Holstein dran. Was erhoffen Sie sich da? Ich bin ja jetzt ein paar Mal unterwegs gewesen. Das sieht gut aus. Die Schleswig-Holsteiner gehen das ruhig an, wie man das von dem Landstrich gewohnt ist. Aber die Stimmung ist ganz eindeutig so, dass ich damit rechne, dass das, was wir vorhaben, eine gemeinsame Koalition von Sozialdemokraten und Grünen, dort eine Mehrheit hat. Danach ist NRW an der Reihe, vielleicht auch noch dazu? Ja, natürlich NRW, das Land übrigens, in dem ich geboren bin, deshalb schaue ich da besonders genau hin. Ich freue mich natürlich, dass Hannelore Kraft, mit der ich jetzt ein paar Mal unterwegs war, viel, viel Rückhalt, viel Vertrauen in der Bevölkerung hat. Und ich sehe das als sicher voraus, dass sie mit einer gestärkten Mehrheit aus diesen Wahlen hervorgeht. Ich bin sicher, Hannelore Kraft wird dort Ministerpräsidentin bleiben. Auch wenn es noch ein bisschen hin ist, wie Sie schon sagten, Niedersachsen ist ja auch so langsam im Wahlkampf. Was sind da jetzt noch wichtige Punkte, die genommen werden müssen? Ja, deshalb sind die beiden Landtagswahlen wichtig. Das kann Rückenwind geben für die SPD in Niedersachsen. Das erhoffe ich mir sehr. Und dann im Januar 2013 ist es das erste und nach Lage der Dinge einzige Signal, was wir von den Ländern kriegen werden in dem Jahr, was dann auch die Bundestagswahl haben wird. Und die Niedersachsen, denke ich, wissen, was sie zu tun haben und werden ein kräftiges Signal für das Ende von Schwarz-Gelb im Bund einleiten. Was erhoffen Sie sich denn da? Vielleicht auch in Richtung Koalition. Wie könnte das aussehen in Niedersachsen nächstes Jahr? Also sieht in Niedersachsen nicht anders aus, als ich mir das für den Bund wünsche. Auch hier in Niedersachsen sind die Weichen für eine rot-grüne Koalition gestellt. Ich gehe davon aus, dass beide Parteien das auch so wollen. Und deshalb werde ich gern mithelfen und beitragen, wenn das gewünscht ist, dass es hier zustande kommt. Jetzt wird in den letzten Monaten immer wieder darüber gesprochen, dass die Piraten so stark werden und ob man da nicht vielleicht auch so langsam mal in die Richtung gucken sollte. Wie sehen Sie das? Gucken muss man. Natürlich müssen wir das ernst nehmen. Wenn dann eine Partei in Umfragen unterwegs ist mit 8-9%, dann müssen wir das ernst nehmen. Nur nachlaufen sollte man nicht, sondern sollte sagen, dass wer in der Politik Verantwortung tragen will, der muss Ideen haben, der muss Konzepte haben, der muss Vorschläge haben. Das sehe ich bei den Piraten so richtig noch nicht. Und deshalb trete ich dafür ein, kämpfe ich dafür mit vielen anderen, dass die SPD möglichst stark wird, und die Chance dafür ist gut. Vielleicht letzte Frage noch, so die wichtigen Themen für Niedersachsen in der SPD. Was sind das auch, Wahlkampfthemen? Ich glaube, dass das Thema Wirtschaft noch wichtiger werden wird im laufenden Jahr. Rundherum in Europa stehen die Zeichen nicht gut. Alle kämpfen mit einer lahmenden Wirtschaft. Das sind Entwicklungen, die uns auch erreichen werden. Deshalb wird Wirtschaft und Arbeit wichtig in diesem kommenden Jahr. Und ganz obendran wird das Thema Bildungspolitik stehen. Im Bund setzen Union und FDP gerade das grundfalsche Signal mit dem Betreuungsgeld. Ich weiß gar nicht, wie verblendet man sein muss, um Geld auszugeben, damit Kinder zu Hause bleiben und nicht in öffentliche Einrichtungen gehen. Ich befürchte, gerade diejenigen, die Betreuung am dringendsten brauchen, werden dann zu Hause bleiben. Und schon jetzt ist es zu sehen, ich denke, auch hier im Harz,
dass in einigen Betrieben die Auszubildenden knapp werden. Das ist Folge der Alterung unserer Gesellschaft. Deshalb müssen wir alles dafür tun, dass wir keinen der Jugendlichen verlieren, keiner, der ohne Schulabschluss die Schule verlässt, und deshalb mehr Investitionen in Bildung. Danke.